Einfach. Wollen wir jetzt Two and Two Ladder grinden? Das wäre gleich. Lass mal Leute fertig machen. Richtig Aua machen. Aha. Das finde ich dann gut. Dann bin ich mal gespannt, wie das in der Two and Two Ladder funktioniert. Achso, wir müssen einen Raum erstellen, ne? Nee, musst du nicht mehr. Nicht? Nee, du kannst jetzt irgendwo auf Mannschaftsspiel, glaube ich, dann gehen. Ah ja, Mannschaftsspiel heißt das. Jo, moin! Dann wählst du 2 gegen 2 aus. Ja, die haben es jetzt endlich geupdatet. Und Dankeschön, Brogamer, für den verschenkten Sub. Und Dankeschön auch an der Ratchet. Hat auch ja, viel Spaß mit dem. Manfredo, Alter, die machen wir ja easy, Jay. Ja, da kriegst du auf jeden Fall Punkte. Und Cookie verschenkt noch 10 Subs. Dankeschön. Und Sir Flakens auch nochmal 5 Subs hinterher. Wir spielen jetzt eine Runde Mechabellum. Elite. Ja, nehmen wir den. Ja, das war eben meine Facecam mal noch in die Mitte. Das bin nicht ich. Das bin ich. Wo bin ich denn? Voll eine Formation geht ja schon mal klar. Nervt mich jetzt schon. Flieger und wegboosteln. Ja, einfach die Flieger mit Snipern wegmachen, ne? Zack. Sound ballert schon. Also ich mach mal ein bisschen leiser, oder? Soundeffekte sind echt jetzt nicht ohne. Mach mal ein bisschen leiser. Und Dankeschön, Temptop! Haut auch nochmal 5 Subs raus! Dankeschön. Vielen Dank. Und Lyra hat auch noch 5 Subs rausgehauen. Was geht denn jetzt mit euch? Dankeschön, Level 4 Hype Train! Danke, danke. Ja, wir haben Gegner, die ein bisschen stärker sind. Meiner hat in der ersten Runde 200 Vorräte. Das heißt, er wird mich schon hart bumsen wahrscheinlich. Du hast... Ich habe Scharfschützen, du hast Bewegungsgeschwindigkeit, okay. Na, meiner hat Stormcaller, ich kotze jetzt schon. Oh, das ist schon mal scheiße. Ah, meiner geil. Ist full on Flugzeug gegangen. Er hat schon 4 Phönixe. Okay. Und der Emeritus haut auch nochmal 10 Subs aus. Ah, die Porno-Challenge läuft gleich. Oh shit, stimmt. Noch 230. Rein in die Porno-Challenge. Kriegt sie weg. Also ich, vielleicht gewinne ich das sogar. Bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, wie stark die Phoenixe gegenüber Panzern sind. Ich habe so hart verloren. Es ist ja so lächerlich. Ich mach den, würde ich sagen. Mir kommt viel an. Nervig jetzt schon. Was ist das? Ja. Scheiße, hat der seinen einen Phoenix, der macht mich jetzt, oder was? Hey, ja. Der geht unten. Der geht unten hin. Der wird aber erst seinen Sniper jetzt abschießen. Nee, der wird erst unten hingehen. Ja, und dann wird er deinen Sniper abschießen. Dann Scheiße, wir kriegen den Kackturm nicht vorher. Doch, haben wir. Jetzt kriegen wir. Jetzt. Alter, war das close. Aber jetzt kommt die Panzerkacken rein. Doch, nee, tu sie nicht. Wieso kacken die Panzer rein? Naja, weil sie halt erst nach oben gelaufen sind. Ach so. Ach, zu dem anderen. Ja, jetzt kommen sie zum richtigen. Aber das Problem ist. Dankeschön. Ja, der Sniper wird halt gebumst, ne? Ja, nicht nur der Sniper wird gebumst, sondern auch die Stormcaller werden dich bumsen. Naja, die Stormcaller sowieso. Aber ey, wir haben ein bisschen Schadensminimierung gemacht. Dankeschön, ja. Chrissy Mounts. Dankeschön auch an dich mal wieder. Und Meradosa hat auch 5 Subs verschenkt. Geil, mein Sniper lebt noch. Ja. Mal hin. Könnten wir vielleicht doch noch was töten. Ja, vielleicht ein Stormcaller, wenn du Glück hast. Dankeschön, aber Ghost. Die Stormcaller schießen jetzt und werden deinen Sniper treffen. Nee, zum Glück nicht. Nee. Zum Glück, zur Abwechslung mal nicht. Ja, guck mal, einen haben wir. 2. Let's go. Sogar 2 tatsächlich. Sogar 3 und 4. Ha! Lappen. Und Ghost hat auch noch einen Sub verschenkt. Vielen, vielen lieben Dank. Wir sind schon bei Level 5 Hype Train. Ey, Leute, Dankeschön für euren Support hier. Das ist nicht mehr viel. Dankeschön. Das sind also fast knapp 200 bis zur Porno-Titel-Challenge. Preis, Elektromagnet. Oh, 3 Stück pro Runde rausballern ist aber auch nice.
Alter, und da gönnt ihr einfach weiter. Drift King hat auch nochmal 5 Subs verschenkt. Und Run Soul Two Faces haut auch nochmal 10 Subs raus. Vielen lieben Dank. Reichweiten-Upgrade bei den Snipern wird schon Sinn machen, ne? Ja, das wird auch bei mir gegen die scheiß Fliegedinger, ne? Wahrscheinlich schon Sinn machen. Der wird mich komplett auseinandernehmen. Ah, ich mag das nicht. Jetzt wird er mich bestimmt von hinten angreifen. Ach, das ist alles Schmutz. Ja, gespannt, was meiner. Oh, meiner hat Stahlkugeln? Naja. Also, Ehre. Und CrowbyDE hat auch 1 verschenkt. Vielen lieben Dank an Johnny DG. Alter, ich sehe hier so viele Sub-Leute. Das ist halt auch mega nice für euch, weil dadurch, dass fast jeder Sub ist hier im Stream, hat auch kaum einer Werbung. Denn wenn du Sub bist bei uns, dann bekommst du keine Werbung. Mega gut, oder? Also es lohnt sich doppelt. Level 5 Hype-Train ist schon big. Das ist schon nice. Mhm. Weil ihr sollt natürlich den 24-Stunden-Stream auch sehr gemütlich ohne Werbeunterbrechung genießen können. Also ich glaube, das lohnt. Also selbst wenn ich jetzt kein Geschenk bekommen habe, würde ich halt reins haben, weil, Alter, wenn ich so lange gucke, dann will ich aber auch keine Werbung haben. Werbung? Was ist das? Okay, wir haben das Sniper-Upgrade. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das auch lächerlich, ja, bringt. Scheiße, der Sniper hier auf der linken Seite. Ja gut, der geht rüber. Mega. Mega, mega, mega. Müssen halt schnell genug diese blöden Dinger da kaputt machen. Yes! Yes! Aber scheiße, die sind durchgekommen. Okay. Ja, bei mir ist halt auch scheiße. Ja, perfekt. Diesmal hatte ich nicht so viel Glück. Ich werde hier auch zercrawlert gerade. Blinder Ben! Dankeschön! Auch an dich. 5 verschenkte Subs. Diese blöden Fliegedinger. Crawler sind halt echt hart nervig. Es sind einige, ne? Yep, und jetzt werden sie da oben. Aber dein Rhino macht das. Nee, wie denn? Aber vielleicht kommt er noch nah genug dran, dass die nicht schießen. Und dann brauchen die ja. Hat er ein Upgrade? Nee. Damit, ja, die Phoenix. Nee, keine Zeit. Aber guck mal, der macht die doch mal weg. Richtig nice. Immerhin, ne? Macht er noch ein paar kleine weg. Mega. Ja, immerhin. So gut, hey. Tipps sind immer erlaubt. Ja, ja, also es ist richtig, Backseat Gaming gibt's nicht. Ach, guck mal. Nice. Da war jemand gerade bei uns im Stream, im Gegnerteam. Ist die Reichweite für Sniper worth? Ja, schon, ne? Das Upgrade. Doch, auf jeden Fall. Und dann gehen wir einfach mit Mustang noch rein. Noch 2 Mustangs. Er hat ja leider direkt schon Arclight. Das heißt, jetzt auf kleine Viecher zu gehen, ist jetzt nicht so. Nicht so ultra. Aber noch einen Sniper hier auf die linke Seite zu setzen, macht, glaube ich, Sinn. Was hat er sich denn gegönnt? Nano-Reparatur und er upgradet seine Phoenixe. Er hat mir Kriecher entgegengeworfen. Ja, moin. Jetzt kommen die Scheißviecher. Bellekin. Deiner hat Bellekin gegönnt, ja. Einer hat von seinen Bellekin abgelassen. Mehr Sniper hilft, ja. Ja, aber jetzt hat er die kleinen Viechers auch geballert. Jetzt haben wir das Sniper-Upgrade, womit wir auf Ultra-Entfernung schießen. Und ich brauche aber auch 3 Hits für die. War nicht schlimm. Er hat so viele kleine Haufen. Meiner ist gerade auch ätzend mit seinen Viechern. Aber wir machen den. Easy. Das ist gut, weil ich werde wieder Crawler haben, die wir wahrscheinlich auf den Sack gehen werden. Nice, meiner ist schon done. Das ist gut. Warum, du hast doch noch deinen Rhino, der durchgeht?
Ja, aber jetzt wird wieder, kommt die Scheiße, ja. Aber ist egal, der Rhino, der regelt und dann machen wir da halt die Kleinen weg, ja. Oh. Aber ja, ich habe halt auch nur Sniper, ne? Oh, der splittet. Yes. Ja, sehr schön, Jay. Ja, mein Sniper lebt sogar noch. Guck mal, der regelt das jetzt noch ein bisschen. Aber mein renn einer oben, Mustang regelt hier oben, nicht so viel. Renn nach oben, nein. Sie rennen, nein. Sie rennen halt drauf, ne? Jetzt werden die natürlich meinen Rhino fessen. Ja, ja. Aber ich habe noch ein Arclight mit dabei und 4 Panzer. Das könnten wir kriegen. Oh. Boah, der Rhino, der... Als ob der so hart reingrindet. Ohne das Upgrade, krass. Mhm. Aber meine brauchen jetzt noch ein bisschen. Also, Dankeschön ja, für den krassen Hype-Train hier, Leute. Wir sind fast da. Wir haben noch 170 Subs bis zur Porno-Titel-Challenge. Und danach kommt auch noch was Gutes, glaube ich. Danach werdet ihr mich leiden sehen. Richtig leiden. Hast du schon mal Kameleier gegessen, Jay? Ein Kameleier? Ja, Kameleier. Nee. Intensives Training für meine Sniper. Oh, meine Sniper sind richtig fett. Oh, yes. Welches ist das zweitbeste Upgrade bei den Snipern? Ist das Elite-Scharfschützen worth it oder schneller nachladen? Wenn das lang geht, würde ich Elite-Dingens auf jeden Fall in Erwägung ziehen. Okay. Raiden nochmal unsere Tanks. Ich finde Elite. Ich finde Elite nämlich auch eigentlich nice, aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass das doch gar nicht so bangert. Doch, das kann sehr stark sein. Muss halt aber auch passen. Was brauchen wir denn jetzt noch für Einheiten? Er hat Fliegedinge. Er hat aber nichts selber gegen Anti-Air. Also machen Wespen eigentlich schon Sinn. Lass mal selber auf Wespen gehen. Oh, backstabben jetzt schon oder noch warten, Jay? War ich schon die ganze Zeit. Ernsthaft? Ja. Ja, aber das hilft nicht, weil das verteidigt er ganz gut. Ich glaube, ich gehe erst nächste Runde backstabben. Oh, er hat sich auch... Lass Scheiße, er hat zwei Raketen. Oh, damit, er hat sich eine Festungsstufe 2 gegönnt. Dankeschön, Clawfire! Gönnt hier auch noch 5 Subs. Also ich habe hier Camel Balls neben mir in der Kiste. Und falls ihr die Pornotitel-Challenge schon done habt, werdet ihr vielleicht beim nächsten Subcall... Nein! Ich bin wieder zu hart tot. Hart tot. Oh, ich kriege jetzt aber auch auf die Fresse, ordentlich, weil die Festung Stufe 2 regeneriert sich so hart, das ist unangenehm. Das ist richtig unangenehm, ich bin tot. Dammit, rechte Seite gewonnen, linke Seite verloren. Muss man die nicht irgendwie kühlen? Es sind Special Camel Balls. Und Dankeschön, Cookie Crumble! Dankeschön. Wir kriegen ja ganz schön auf die Fresse. Mhm. Okay, Jamie, how do we do that now? Bin auch noch überfragt. Ich habe eine Festung. Er hat ganz viele Phoenixer. Das heißt, wenn ich jetzt auf Oberherr gehe, bringt mir das gar nicht so viel. Ein Hacker? Das bringt mir, glaube ich, auch nicht so viel. Gamax DLG, Dankeschön auch an dich. Einfach mehr Sniper, aber meine Sniper haben überhaupt nichts geregelt gerade hier. Ich glaube, ich brauche einfach ganz viele Wuselviecher und damit ficke ich ihn einfach. Indem ich ihn übelst backdoor seine Einheiten wegziehe. Damit nerve.
Let's try. Und Dankeschön, King Roppo! Auch für weitere 5 verschenkte Subs. Es sind nur noch 150. Das wird jetzt hart. Okay, meiner wird einen Vulcan spawnen. Ja. Und meiner hat eine Festung. Das wird unangenehm, Jay. Mhm. Wo spawnt er denn die Festung? Hat er nicht. Er hat keine Festung bei mir gespawnt. Er hat sich das offen gehalten. Ich das richtig sehe. Aber, Alter, die Festung mit dem Schild ist ja insane. Ich krieg das Ding überhaupt gar nicht kaputt. Holy shit. Okay, rechte Seite habe ich komplett geflankt. Vielleicht habe ich Glück und krieg seinen Kern. Ich bin hart. Komm schon! Gut! Yes! Mega. Könnte ich vielleicht kriegen. Wenn ich seine Festung hinkriege. Ich bin komplett tot. Der Doktor, bei mir kommen eigentlich viele. Alter, die Festung tankt einfach insane. Holy shit. Er hat Vulcan, er hat übelst viele kleine Kackviecher. Aber er hat kein Anti-Air. Er hat kein Anti-Air, er hat verloren. Außer meiner gönnt sich hier. Das sieht gut aus. Ja, aber du kriegst sie ja gar nicht wahrscheinlich alle tot zu stellen. Aber ich habe doch Fliege. Achso, und das meinst du zeitlich? Weiß ich nicht. Mhm. Ja, das sind halt nicht nur Level 1, ne? Mhm. Ja, keine Ahnung, als ob der mit, als ob der zugucken würde. Ich werde komplett. Der weiß halt genau das, was ich kaufe. Das ist ganz weird. Ja, keine Ahnung. Oder er antizipiert heftigst. Ja. Ah, du hast recht, Jay. Das sind so viele. Holy shit, ey. Na, immerhin ist sein dickes Ding weg. Alter, ey. Ja, Mist, jetzt geht er. Ach, scheiße. Er kriegt ja, nicht hin, die, zeitlich. Na, die zwei neue. Vielleicht schon. Ah, 80 Sekunden sind lang. Ja, 80 Sekunden sind lang. Stormcaller gegen die Festung. Zeit, die ja, muss ich. Gerade. Oh, das haben sie auch reingepatcht, dass das endlich schneller vorangeht. Scheinbar. Okay, das finde ich nice. Ja, jetzt gehen deine dämlichen Wasps. Oh nein, erstmal da oben die da links. Hoch. Stark. Ah. Na gut, die eine, die macht das. Mit hart in 10 Sekunden. Ja, 2 Stück. Ist ja nicht schlimm, es sind nur 2 Damage, die wir kriegen. Er kriegt mehr Damage. Aber so. Trotzdem unangenehm. Ach, scheiße. Was kann man an Stormcaller am besten upgraden, um gegen die blöde Festung ranzugehen? Also, dass die Fähigkeit deaktiviert wird? Ja. Damit er nicht sich heilt? Good Ach, question. Erstmal Stufe 2 gönnen wir uns die. Die Sniper leveln, ja, das ist eine Sache, ne? Ich habe da nicht so viele Sniper, die ich leveln kann, leider. Leider nicht so viele. Wir haben hier vielleicht noch die Möglichkeit, unsere Gegner mit einem Missile abzulenken und wir selber holen uns mal ein Schild. Ne, ein Schild macht eigentlich auch nicht so viel Sinn. Wir bräuchten vielleicht eher noch ein Upgrade hier. Feuer und Überladung würde ich es nehmen. Feuer. Feuer mache ich mir aber selber auch insane viel Damage. Und Feuer prallt halt an diesem blöden Schild ab. Das ist halt das Ding. Ja. Ach du Scheiße, hätte ich diese zweite Festung gegönnt. Mhm. Ach komm, ey. Ach, und Anti-Air auf die Festung. Moin. Scheiße. Aber immerhin, meine Stormcaller regeln ganz gut. Ich hab meinen, glaube ich.
Ich hab meinen, glaube ich, auch. Ich glaube, ich hab meinen. Das sieht gut aus. Da kommen richtig viele Raketen auf seine letzte Festung. Und wenn wir jetzt da den Kern noch machen, war's das. Hab da noch ein paar. Nice. Hab da ein paar Phoenixe, die mich neu ärgern, aber. Ja, ist nicht schlimm. Overall habe ich alles. Yes! Nice. Nice, Sepp. Das war gut. Go. Krass. Das war echt wichtig, dass wir da Level 2 Sturmrufer geholt haben. Mhm. Mit dem zweiten Sniper-Upgrade würde der Level 5 Sniper die Festung schmelzen. Ernsthaft? Schaden von Sentry. Keine Vorräte für. Oh, das können wir nehmen. Wer levelt denn insane? Lass mal hier dich upgraden. Das zweite Upgrade der Elite. Ja, komm, let's go. Elite-Sniper am Start. Was brauche ich noch für unseren Motherfucker hier? Das Upgrade. So eine Nuke bringt ja gar nichts bei Schilden, ne? Vielleicht callt meiner jetzt auch eine Nuke, wer weiß. Ich glaube, ich setze mal einfach ein Schild hier auf meine Backline. Damit mich hier nicht irgendwas hart bumst. Feuer, Feuer. Bringt Feuer was? Bringt Feuer was? Bringt Feuer was? Ja, komm, let's go. Feuer könnte bringen. Ja, was macht er? Er holt die Nuke. Das war so klar. Und zwei Festungen, holy shit. Ich habe auch eine Menge Festungen am Sack jetzt. Holy shit, ei, wie viel ei, Festungen ei. Das ist. Ei, ei, ei. Mein geiler Sniper ist leider. Oh, was? Der one-hitted die Festung. Insane. Hohoho, das Sniper-Upgrade ist wirklich gut, Alter. Boah, wie viel Schaden das macht. Sniper Elite ist super stark. Was? Okay, wir müssen jetzt nur noch seine Base leider kaputt kriegen. Ah, scheiße, verloren. Er kriegt vielleicht meinen weg. Nein! Er hat leider meine meinen Tower vorher gekriegt. Oh, schießt. Schießt auf seinen Tower, bitte. Please. Schießt. Fuck. Ah, ich hab verloren. Ja! Okay, könnten wir jetzt noch holen? Ah, das sind shit, Alter, wie viel heilt sich dieses Kackgerät bitte? Level 4 Festung. Jetzt? Nee. Ich krieg die Level 4 Festung nicht kaputt. Die heilt sich viel krasser, als ich der Schaden mache. Obwohl ich so einen Level 4 Sniper auf ihm drauf hab. Aber jetzt kommt der Hit. Weiß nicht. Hatte ich gerade auch schon. Also, weiß ja nicht. Jetzt kommt eine Panzer vielleicht noch. Ja, sind meine Level 3 Panzer, aber nee. Irgendwie nicht so, ne? Tschüss. Vor allem mein Sniper wird jetzt auch sterben. Mhm. Ach, ja, komm mal. Ah, nee, das hat, Alter, wie viel Leben der Sniper hat. Ja, aber nee, haben wir noch eine Chance haben wir. Meinst du? Ja. 2000? Ja, doch. Obwohl du eine Atombombe abbekommen hast. Jetzt noch Überladung, Sepp, ja. Wie deiner mit Schilden? Ja, meiner hat Schilde. Ah, okay. Ja, dann macht das keinen Sinn, Atombomben drauf zu ballern. Nee, scheiße. Deshalb. Also seine Dinger haben sowieso Schild. Luftspezialist? Weiß ich nicht. Lohnt sich jetzt eigentlich auch nicht, wenn der so geile Anti-Air-Dinger hat. Hört den Angriff einer Einheit. Stärke von Schildgeräten. Ich könnte halt selber noch mehr Schilde machen. Mein Sniper auf der Seite noch mal reinballern. Was hat er denn? Er kann auch. Er hat keine Fähigkeit bei mir. Das ist schon mal gut. Ja, dann machen wir jetzt Elektro. Und Dankeschön, Knieselchen! Für 5 verschenkte Subs. Vielen lieben Dank. Dankeschön.
Ach, scheiße, ich hätte die Stormcrawler upgraden sollen. Worauf gehe ich denn jetzt? Hol ich mir fliegende Overlords? Macht das Sinn gegen Mr. Bombastic? Eigentlich nicht, weil er hat zusätzlich die Dinger. Dann lohnt sich doch vielleicht eher so ein Schmelzpunkt im Upgrade für Range, ne? Er hat mir gedacht, dass ich die Atombombe abbekomme. Oh, meiner hat, ich, schickt dir. Ah, ne, meiner hat kein Anti-Air. Meiner hat Oberherr gemacht. Ich hab auch drei Overlords, die jetzt reingehen. Okay, meine Schmelze tut zumindest was. Ja, jetzt machen wir seinen. Alter, wie er sich insane einfach hielt, obwohl meine Schmelze auf ihn ballert. Er hat auch Overlords. Warum hat er auch Overlords? Nee, meiner kommt. Meiner kommt rüber. Ja, fick ihn, sonst bin ich tot. Warte. Er fliegt, er läuft, er. Ja! Haben wir? Falls dir das hilft. Der zweite ist auch da und ich bin fertig. Ich komm rüber. Ah, ich fick ihn. Ich fick ihn aber sowas von. Aua. Oh shit, Jay, du bist am Arsch. Ja, ich weiß. Aber ist nicht schlimm, die kommt zu mir rüber. Ist okay, die kommt zu mir rüber. Ja, du hast den Overlord kaputt. Der Rest ist mir erstmal egal, weil jetzt kommen nur die Fliegedinger. Ich brauche aber eine Frontline. Mein Laser. Weiß nicht, Digga. Ich muss nur die Fliegedinger kaputt haben. Wenn die Phoenixe down sind, ist alles gut. Wir haben noch 1000 Schaden, die wir noch mal haben müssen. Ja, ja. Und ich habe 3 Overlords. Stimmt. Also sollte easy Ding sein. Machen wir. Machen wir. GG. Guck mal. Noch 150 GG. Oh lol, die hatten auch schon so wenig. Ich dachte, die hätten noch eine Runde. Nice, hey, Jay. Zum Glück nicht. Haben wir gemacht. Haben wir nochmal geturnt. Das war knapp. Mhm. Gegen 50k und 15k oder was hatte der? Ja. Awesome, das hagelt jetzt mal. Übelst Punkte. 1300 Punkte. Bam. Never viel, ja. Lecker. Lecker. Noch mehr? Ja. Let's go. Das war, das hat geschmeckt, Leute. Das hat geschmeckt. Die Schmelze hat geregelt, auf jeden Fall. Na guck mal, das sieht doch ganz gut aus. Das ist ja mega balanced jetzt hier. Mega balanced. Feuer zerpflückt. Ja, ich glaube vor allem die Schmelze, die war wirklich wichtig. Hier, Chat, ich will heute Pizza machen. Ich will da Hähnchenbrust drauf machen. Brät man die anbraten, bratet man die vor? Okay. Naja. Aber brät man die vor? Rekrutieren von Level 2 Einheiten ist, glaube ich, nicht ganz so worth it, oder? Ich glaube, damit kriegst du mehr Probleme. Also wir machen immer so vegane Hähnchendinger drauf. Ich habe keinen Vorschlag für meine Aufstellung, okay. Ach du Scheiße. Okay. Ich habe nur Wusel-Shitty-Viecher. Das ist super, Wusel-Shitty-Viecher. Aber wieso kriege ich kein Recommended Shit? Ja, habe ich auch nicht. Doch, empfohlene Formation, jetzt habe ich eine. Was ist das denn für eine wilde Formation? Okay, warte mal. Oh, das ist direkt Push links oder rechts. Warte mal, du bist rechts neben mir, ne? Dann pushe ich doch direkt seine linke Flanke, weil dann wird er gebumst. Und dann komme ich rüber und dann maken wir den. Finde ich gut. Ich hoffe, das funktioniert so. Finde ich aber eine gute vorgeschlagene Formation. Das wird safe klappen. Ja, das ist scheiße, dass ich hier nicht diese Formation habe. Ich hatte es dann, nachdem ich Einheiten gekauft habe. Dann habe ich sie bekommen. Dankeschön, Waldherr, für 5 verschenkte Subs. Wieder ein Stückchen näher an der Porno-Titel-Challenge. Und da fährt ein Zug.
Dankeschön. Was ist das mit dem Overlay? Die Rakete wird treffen. Putsch! Okay, die hat ihn gefickt. Also ich hoffe, dass meine Taktik hier funktioniert, denn, wird nicht funktionieren. Das ist ganz schön doof. Also ich hab meinen. Ich bin tot. War sowas von tot. Ey, was kommt denn meiner jetzt hier aus der Backline, der Arclight? Okay, die Taktik ist aber auch wild. Naja. Ey, muss man mal probiert haben. Ist das React von gestern gelöscht worden? Puh, keine Ahnung, aber wäre mir jetzt neu. Habe ich nichts von gehört. Und ich habe mal eben das Overlay verschoben. Ja, aber Jay macht den. Jay macht den. Ja, wahrscheinlich schon. Der hat nur die kleinen Mustangs. Stark. Ja, ich spiele auf Level 2, ja. Ernsthaft? Und dann hast du ihn trotzdem so weggeklatscht. Ja, nice. Eine Rakete hat ihn komplett hops genommen. Ah, nice. Die ich noch übrig hatte für 50. Aber wirklich komplett die habe ich den hops genommen damit. Und Dankeschön, Sir Servix hat Sub da gelassen und grüßt den lieben Jay. Kuss auf seine Nuss und mich auch. Grüße. Dankeschön. Schildabwurf ist gut. Aber ich brauche unbedingt hier bei erlittenen Schaden das. Hast du schon upgegradet? Nice. Hier einfach noch mehr Wuselviecher. Ich raste aus. Ach ja, lass mal ein Schild droppen. Das React wurde gelöscht? Ui. Ui, das ist mir jetzt aber neu. Ach, guck mal, Judas ist auf dem Spielplatz. Ich weiß nicht mal, welches React das war. Mal eben gerade. Warte mal. Kann man denn mal eben reinschauen? Zumindest, wenn es offline genommen wurde. Ultimate Fail Compilation. Das war die mit den schmerzhaften, also die unangemessene Inhalte. Wurde, glaube ich, von der Community einfach gemeldet. Ich glaube, was? Das. Also, entweder. Also, ich glaube, YouTube erkennt das aber nicht selber. Ich glaube, kann man nicht sagen, das Bild? Video melden? War eigentlich ein ganz lustiges. Also, ich hatte auch innerlich Schmerzen, aber grundsätzlich war das lustig, ja. Das von gestern. Das ist doch das von gestern, oder nicht? Ja, keine Ahnung. Warte mal, ich guck mal im Upload-Plan. Der hat einen Overlord. Ja, das ist das von gestern, Leute. Ja, der hat einen Overlord. Alter, trotzdem died einfach mein Rhino so schnell, dein Ernst? Autsch. Okay, ich krieg das einfach damage-technisch nicht so gut hin. Hauptsache, mein Schild bleibt am Leben. Ja, ich verliere, weil ich halt einen Overlord als Gegner habe, nicht? Ach, der hat Gigantosaurus oder was? Ach, Lufteinheiten, ja, okay. Meiner hat Mustang, haben mehr HP. Das ist ganz schön scheiße, weil das ist jetzt ein Level 2 Overlord. Das gefällt mir gar nicht. Bewegungsgeschwindigkeit. Weil kann ich gar nicht so schnell nachpumpen, um da was gegen zu machen, ne? Ja, Overlord ist tricky. Sniper, pff. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, was ich da machen soll. Sniper muss aber gehen. Ja, wenn er nicht Self-Heal macht und Wars macht und was weiß ich, was er alles machen wird. Sunday, dankeschön. Ja, das stimmt. Ja, leider ist es Meta, Overlord zu spielen. Also, wie gesagt, das Video wurde nicht von uns gelöscht, sondern von YouTube runtergenommen, weil das wohl für manche Leute verstörende Inhalte hat. Whatever. So Sachen. Scheiße, ey. Was ist da aus? So, ich bumse meinen jetzt.
Dann werden wir mit... Was werden wir denn auch reingehen? Panzer? Panzer ist hier gegen ihn, glaube ich, noch ganz gut. Eine Panzerlinie. Können wir Mr. X hier noch? Was hat er sich denn noch genommen? Rüstungs mit mehr Leben, okay. Das ist alles scheiße. Den können wir vielleicht auch noch upgraden. Ja, aua, Jay. Ich kann da leider auch nicht mehr viel machen. Meiner hat einen Hacker sich gegönnt, okay. Oh, zwei Hacker, scheiße. Oh nein, er wird meinen Reno einfach hacken. Oh, das wäre räudig. Räudig, räudig, räudig. Er ist direkt gestorben? Wie ist der denn direkt gestorben? Hui? Ach, dieser Hacker. Ich raste aus. Es hat der Hacker einfach alle meine Panzer übernommen. Hacker ist nice. Oh, ich werde gebackstabbt. Ich habe ihn auch gebackstabbt. Ich wurde gebackstabbt. Lol. Aber ich habe ihn easy besiegt. Okay, wenn der Hacker stirbt, dann kriege ich die Einheiten nicht mal wieder? Ach komm. Nee. Das ist ja räudig. Hacker ist mittlerweile gar nicht so bad. Ich wollte gerade sagen, ey. Der Phoenix hat geregelt, ja. Der Phoenix hat genau seinen Hacker anvisiert. Warum auch immer. Ich verstehe es nicht ganz, aber... Ach komm, Rhino. Krieg nicht so viel Damage. Komm, werd wieder free. Ja, heil dich. Lab dich an seinen... Ah, yes! Ich mach ihn noch. Let's go. Das levelt der, da freut sich der Rhino, der levelt nämlich jetzt schön. Mein Backstep, aber das war ein Backstep-Rhino, das ist leider so, egal. Achso, wird der nicht leveln, belastend. Ja. Aber ey, nochmal 100 Damage mehr. Ja, 200 Damage. Mega. Und Dankeschön, Fulir! Vielen lieben Dank. Parasitäre Munition. Nice, sowas mag ich. Kann ich das meinem Rhino geben? Lol, das ist ja lustig. Mein Rhino levelt halt einfach 0,0, Scheiße. Der blöde Bot. Kann ein Schild den, die Übernahme verhindern? Ja, ne? Den Hacker? Ja. Nein, nämlich schon, ne? Ich bin echt am Arsch. Ich also wirklich am Arsch. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was ich hier mache. Jetzt wird der Rhino immer mit dem Item gehackt, als ob. Nee. Sicher? Ja, Rhino an erster Stelle setzen ist immer nicht klug. Nicht? Nee, da würde ich immer im Zweifel kleine Scheißhaufen davor, Crawler davor setzen oder sowas. Sonst kannst du ihn ganz einfach mit Kugeln countern oder hackern oder wie du halt siehst, wie du zerfickt wirst. Ich starte mal zwei Raketen, ich hoffe, dass... Ach scheiße, die Rakete fliegt nach links. Oh no! Ja, er ist gehackt worden. Ach, scheiße, er hat einfach vorne was. Okay, ich bin dann. Ja, ja. Das war richtig Müll. Warum habe ich diese Taktik genommen, ey? Das ist ja insane doof. Hasse es. Hasse alles da dran. Bin auch tot. Kann man das Match aufgeben? Also. Ich sehe überhaupt gar kein Land. Also, es war richtig, richtig doof. Es gibt heute ein Ränkespiel? Was für ein Ränkespiel? Doris, hast du mich nicht eingeladen? Das tut jetzt weh, ja. Puh. Vulcan ist auch stark gegen die Mustangs. Ja, aber der hat die 200 Leben auf dem blöden Mustang. Das ist halt so ein bisschen Schmutz. Also brauche ich kleine Scheißviecher, um sein... Ah ne, der stirbt ja eh. Hm.
Aber gegen seine Mustangs kann ich mir doch eigentlich einen Overlord holen. Er hat die weniger Reichweite mit denen. Das müsste doch eigentlich machbar sein. Dann Bodengeschütz. Dann jeten wir da einfach durch. Jeet. Ach scheiße, er hat sich ein Schild geholt. Krass aus. Und einfach noch ein Hacker. Okay, er hat drei Hacker hat er. Als ob er jetzt drei Hacker gekackt hat. Macht doch voll Sinn. Krass aus, ey. Ja. Alter. Drei Hacker hat er sich gegönnt. Puh, sheesh. Hacker haben Barriere bekommen. Okay, interesting. Hab meinen. Rhino kannst du verkaufen. Ja, der Rhino, der ist wirklich jetzt leider Bullshit. Ja, meiner ist full. Komm, mach wenigstens noch das Schild kaputt. Was macht man gegen... Weh tut. Alter, was kommt da an? Was macht man denn gegen die Rhinos? What? Ja, hacken. Ja. Ach, gegen die Hacker. Entschuldigung. Ja, töten. Ja, gut. Ja, kleine Viecher davor sitzen, dass die kleinen Viecher halt hacken. Ja, aber dann werden meine ja auch sich abwenden und immer die kleinen Viecher von mir einfach weiter wegballern. Hey, ich sag, ne? Hacker sind nicht schwach. Ach. Rhino verkaufen und Vulcan bauen, okay. Wenn die Vulcan nicht so schnell hacken. Ich glaub, das war's, oder? Echt. Nee. Easy. Verstärkungskern, okay. Wir kaufen uns einen Vulcan. Ganz easy. Mal, womit konnte man nochmal verkaufen? Schneller Nachschub, hohe Mobilität, hohe Reichweite. Irgendwo mit konnte man doch eine Einheit. Möglichen Einsatz von Feldbergung. Zerstören einen bestimmten Squad und erhalte den vollen Betrag zurück. Ja, das ist das, ne? Okay, parasitäre Munition kriegt er und er kommt hier hin. Er kommt hier hin und dann holen wir uns noch. Scheiße, wir haben. Oh, fuck. Mist! Ach nee, hab ich nicht. Ach, scheiße. Okay, let's try. Okay, mein Vulcan wird leider gehackt. Alter, ich töte zwar echt viel, aber jetzt ist mein Vulcan gehackt. Beide Vulcans gehackt. Mega. Ich komme da überhaupt nicht gegen an. Der hat so krasse Mustangs, Stufe 3. Aua. Ich habe den so hart gefeedet. Das ist meine Schuld, Jay. Aber Manu gönnt 20 Subs. Und damit sind wir weniger als 100 weg vom nächsten Sub-Goal. Nice. Uff, aber Jay, also... Ja, da kommst du ein bisschen was drüber, ne? Da sind auch so ein paar Mustangs dabei. Also Dankeschön, Manu hier. Eher ein Mann oder Frau. Kann ja oder Frau sein, aber wir haben auf die Fresse gekriegt. Das war. Ich werde das nicht mehr machen, so was Offensives. Das war nicht so cool. Noch einen rein? Ja, einen können wir noch. Einen können wir noch. Ich dachte mir, das wäre mal ganz witzig, so eine Paarung. Aber war nicht witzig, tat einfach nur weh. Ripsam, ja, tut mir leid, Leute. Da hätte ich das anders machen müssen. Elite, ich habe überall Fangs drin, da habe ich gar keinen Bock drauf. Fangs sind doch Schmutz, oder?
Ja, kommt drauf an, ne? Also ich finde sie jetzt nicht so stark, leider. Es wird viel zu viel gecountert. Ich finde auch Fangs sind die schwächste Einheit, die ich am wenigsten spielen würde. Und Servus an alle, die noch dazugekommen sind. Wettet gerne, ob Win or Lose. Unser Gegner ist vermeintlich gleich stark. Er hat Fangs und Panzer und riesige Einheiten verbrauchen keine Vorräte mehr. Ja, das stinkt doch nach einem Early Rieseneinheit in der zweiten Runde. Deshalb gönne ich mir mal einen Scharfschützen. Vielleicht eine Rakete, eine früher. Wobei, brauchen wir Raketen hier gegen ihn? Nee, eigentlich nicht. Den müssten wir eigentlich auch so machen. Zumindest rein rechnerisch müssten wir den machen. Alter, wie hat, er hat sich direkt Credit. Oh Gott. Er hat sich direkt einen Overlord gegönnt, Jay. Nein, aber lad auch direkt mit Add-on rein. Credit. Oh, was? Das ist wild. Meiner hat direkt sich ein Upgrade von. Leute, er hat direkt einen Overlord. Oh, er hat die Kriecher-Upgrade. Auch unangenehm. Er hat übrigens kein Credit sich geholt. Meiner schon. Nee. Klar, schnell Nachschub. Leuchtet doch. Hardcore. Das kriegt ihr doch in der ersten Runde auch keinen Oberherr hin, 400. Ah, ja, klar, 400, stimmt, kostet 200. Ja. Boah, du siehst es ja auch an seinem Turm. Ja, richtig. Ja, mein Gegner auch. Ja, okay. Wir müssen jetzt nur nicht so viel Schaden kriegen. Nächste Runde müssten wir sie bumsen. Mhm. Aber wie der aufgestellt ist, dann ja auch nicht so nice. Tut weh. Wie kriegen wir das schnell geklärt? Also der Arclight ist schon gut, aber der ist leider schon tot. Panzer sind auch unangenehm. Mein Sniper visiert leider seinen Overlord nicht an. Wir müssen einfach nur schnell die rechte Seite pushen. Ja, kriegen wir nicht schnell genug hin. Shit. Ja, also dafür, dass sie gepusht haben, finde ich das auch nicht so hart. Habe ich jetzt ihn besiegt. Ernsthaft? Nice. Oh, meinen kriege ich auch noch. Na gut, er kriege ich natürlich nicht kaputt. Nee, ich auch nicht. Aber nein, als ob sie jetzt nach oben gehen, ihr Lutscher. Das ist mega, die leveln doch. Das ist super. Okay. Die werden, die Steelboards sind jetzt gleich Level 2. Kannst du ja upgraden, ist doch super. Ja, das stimmt. Das ist doch das, was du willst. Ja, bei Steelbots weiß ich noch nicht, ob ich. Aber doch, die rechte Seite upgraden macht schon Sinn. So, und jetzt rödeln die sich noch ein paar Panzer rein. Finde ich gut. Alter, was? Der macht trotz Dingen so stark, viel Schaden. Ne? Aua. Alter. Wer ist das Spiel? Mechabellum heißt es. Oh, ein anonymer Geschenkgeber verschenkt 2 Subs. Dankeschön. Ehre. Das ehrt uns auch. Von wegen ist doch seine Panzer weg. Das sollte wohl machbar sein. Ich werde mal nebenbei was für die Unerledigen. Mach das. Gerne. Gönn dir. Hallo? Als ob die den Panzer nicht kaputt gekriegt haben. Ja, weil der gefahren ist. Der ist schmutzige, räudige Hunde, so schnell gefahren, Jay. Wie. Ja, lächerlich. Erweiterungsmodul. Alter! Styx hat 5 Subs verschenkt und Rabauken Ruby hat sich auch gedacht, hauen wir gleichzeitig mal 5 Stück hinterher. Dankeschön. Angriff der Einheit, wenn mit dem Gegenstand ausgerüstet wird, um 100% erhöht. Oder aufrüsten ist günstiger. Hm. Wenn wir uns das Erweiterungsmodul ballern, das auf die Stahlkugel drauf. Wir brauchen aber. Wie kriege ich denn den Overlord am besten weg? Nur mit Snipern, oder? Wahrscheinlich, ja. Hier vorne direkt eine Rakete drauf, damit die blöden Fangs weg sind. Dann habe ich meine Stahlkugeln und die Sniper. Dann gönne ich mir einfach ganz viele Sniper.
Ich habe auch noch Level 2 Schmutz. Was ist da aus? Hm. Alter, und Manu gönnt auch nochmal. Dankeschön. Ehrenmanu. Einfach nochmal 10 Subs und obendrauf. Wir sind fast da. 70 Subs noch, Leute. Und dann werdet ihr bald wissen, was es mit den Camel Balls auf sich hat. Scheiße, ey. Das Oberherr-Upgrade ist aber auch... Das hat ja schon Level 2er. Hat sich da eine blöde Barriere besorgt. Oh Mann, und mich mit der Rakete geblockt. Ich hasse es. Ach, jetzt machen die meine Stahlkugel weg. Ach, Schmutz. Jetzt wahrscheinlich... Nein! Oh mein Gott, ich hätte ihn fast! Ein Schuss noch, ey. Ich hab meinen. Nee, hab ich nicht. Hab ich? Ich hab meinen. Seine Rakete hat mich gebumst und sein Schild hat meine Rakete gebumst. Mann, dieser Overlord Zap, mach den mal weg. War ganz knapp, der hat einen Hit noch. Das kann doch nicht sein, dass er jetzt wieder deswegen gewinnt. Wieder plus 4. Nein, ist er nicht Level 3 geworden, ey. Pff. Level 2 ist schon unangenehm. Wie kriege ich denn am besten die Würstchen da weg? Also er hat da jetzt noch ein Schild sich hingegönnt. Stormcaller könnte ich noch bauen, damit seine Panzer... Und der Shit weggeht. Stormcaller, die haben doch gesoffen, Alter. Wie schießen die denn? Die schießen einfach wie die letzten Dullis, ey. Die kriegen den immer noch nicht kaputt, den Panzer. Ja. Ja, eine Rakete hat es jetzt gemaked. Alter. Das triggert mich ja. Wenn man euch dieses Jahr auf der Polaris treffen könnte, ja bestimmt. Also Polaris, sehen wir uns, sind wir auf jeden Fall. Deshalb, kommt gerne hin. Orbitalbombardement oder Schildgerät? Ach komm, ganz das Schildgerät. Komm, fick dich, ey. Ich mach einfach den gleichen Schmutz wie du. Wir brauchen noch irgendwas Wuseliges. Als ob er doch den Oberherr noch leveln kann. Der ist jetzt Level 3, Jay. Der macht mich doch fertig. Mir leid. Unangenehm. Da kann ich dir leider nicht helfen. Das musst du schon irgendwie geschissen kriegen. Ja, ich hoffe, ich kriege ihn jetzt mal weg. Scheiße, ey. Anti-Air-Zap. Ja, das ist so eine Sache. So ein Oberherr kriegst du mit Mustangs leider nicht so gut weg. Vor allem nicht, wenn der schon Level 3 ist. Da muss er sich einmal dieses blöde Upgrade für 100 gönnen. Dann ist der halt sick. Die kriegst du dann nur mit Snipern noch in Griff. Oh, Holy Scheiße, shit, hat sich okay. Einfach noch einen zweiten gegönnt. Wird geflankt. Du wirst auch noch geflankt. Mega. Ja, ich bin komplett zerfickt und Bombardement und Double Flank habe ich abbekommen. Okay. Kriegen wir den Oberherr? Schwierig, schwierig. Auf Level 3 kriege ich den nicht. Ah, wobei, er dreht ab. Ja, er dreht ab. Ja, lol. Okay, einen habe ich. Okay, die kommen jetzt zu dir rüber. Ja, ich bin eh down. Ach, du bist down? Ja, sieh. Das sind deine drei. Achso, ich dachte, das, was drüber kommt, wäre von dir. Ich wurde doppelt geflankt und hab ein Bombardement bekommen. Aua. Also, das ist klar, dass ich da keine Chance jetzt hab. Da mache ich gar nichts. Scheiße, scheiße, Sniper schieß. Vielleicht hast du Glück, aber wahrscheinlich werden dich die Crawler ficken von ihm. Nee, Hauptsache der Overlord stirbt. Scheiß auf die Crawler. Ja, der Overlord wird aber nicht sterben. Scheiße.
Du schießt noch einmal. Mann. Ärgerlich. Komm, 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 komm. Nee, schafft er nicht. Ja, oh, lol. Schafft er nicht, sagt er. Ja, ich hab schon abgeschenkt. Hab ich schon abgeschenkt. Scheiße. Okay, wie kriegen wir das jetzt noch reguliert? Blitzgewitter, boah, auch mega teuer, 300. Unangenehm. Ich kann ihn einfach backdooren mit Crawlern. Mega. Er hat nichts hinten. Er hat keine Fangs hinten, warum nicht? Alles vergessen einfach nur? Scheiße. Also das Schild war, glaube ich, schon relevant. Seine Einheiten bewegen sich halt überhaupt nicht vorwärts, weil sie direkt das Schild angreifen. Er hat sich auch einen Sniper gegönnt. Sniper-Reichweite könnte sinnvoll sein. Einfach unangenehm alles. In der Tat. Aber von da aus können wir seine Front Row direkt treffen. Mega. Alter, ich krieg schon wieder irgendeine Scheiße ab. Was soll das denn? Jede Runde. Ach, Feuer ist auch unangenehm. Können wir bitte die Scheiß-Fangs wegmachen? Danke. Ja, werde ich wieder verlieren. Ja, ich glaube ich auch. Ja, safe. Alter, sein blöder Overlord ist einfach insane stark. Ich gewinn. Lul. Ich gewinn. Trotz des Gewitters. Wieso hat mein Backdoor nicht funktioniert? Mich? Yo, moin. Die eine Raupe krabbelt da jetzt an dem... Oh mein Gott. Okay, Jay, ich zieh den nochmal zurück. Vielleicht. Oh, ich hol ihn. Yes! Die eine Raupe hat's gemacht. Feuer ist so räudig, ja. Oh ja. Ja, jetzt gehen die. Oh, die Rakete da oben. Mega. Nein! Oh Gott. Bäumchen. Autsch. Die Rakete ist alle weg. Einer lebt noch stark. Ja. Ja. Soll ich sagen, ne? Also ich krieg den Overlord leider auch nicht da. Kann nicht gegen Overlords bauen, wenn der komplett was anderes baut hier, mein Gegner. Nee, du musst das ja auch gar nicht. Ich muss den unter Kontrolle kriegen, aber ich krieg ihn nicht unter Kontrolle. Selbst mit meinem Backdoor, wie hat er denn meinen Backdoor abgewehrt? Wir müssen diese blöden Fangs da vorne wegkriegen. Und wir brauchen eine Schmelze mit Upgrade. Fuck, ich kann die Schmelze nicht kaufen. Die ist so fucking teuer. Oh mein Gott, ich habe einen Fehler gemacht. Okay. Fehler wurden begangen. Ich will aber auch nicht gewinnen, habe ich das Gefühl. Hast du den Nuke gekauft? Ich habe einen Nuke gekauft. Ich habe mich verklickt. Ich wollte eigentlich den schnellen Nachschub haben, um halt mir einen Schmelztiegel zu holen, aber es wurde eine Nuke. Voll gefettfingert. Aber des Todes gefettfingert. Ach nee. Richtig ätzend. Aber vielleicht macht die wenigstens den Zweier-Overlord weg. Das wäre was. Ja, der dürfte wenigstens dadurch sterben. Hat sich das wenigstens ein bisschen gelohnt. Ach, jetzt backdoort er mich mit Crabs. Als ob, ey. Piss dich. Och, er hat mich. Komm, mach seinen Turm auch. Mann.
Nice. Trotzdem mein Bumsi. Und dankeschön, Chris Berg. Dankeschön. Oder Chris Burke. Vielen lieben Dank für deine 10 verschenkten Subs. Dankeschön. Die Amis haben damals in Hiroshi aber auch nur gefettfingert. Ach, ich weiß nicht. Dass er sich das Upgrade mit dem Heal noch nicht geholt hat für die 100, verstehe ich noch nicht. Das ist ja übelst günstig. Nice, Jay. Ja. Guck mal, der Jay, der ballert. Genauso wie Chris. Dankeschön. Nur noch 50. Holy shit. Okay, das haben wir. Und dann bräuchten wir nur noch. Was heißt denn nur noch? Wir bräuchten was, um kleine wegzumachen. Vielleicht schon so Mustangs? Und was auch viel ist. Schmelze mit Upgrade wolltest du. Ja, das ist absolut richtig. Die brauche ich auch, sonst kriege ich den dann nicht weg. Kein Geld mehr. Ist aus. Ich habe kein Geld mehr. Ich will nochmal was leihen. Kann ich nicht 200 holen? Kann ich. Macht Sinn, Arclight zu holen oder Kriecher selber gegen Kriecher? Arclight. Weil er distracted mich einfach mit seinen Scheißdingern. Oh, du wirst auch geflankt. Von rechts jetzt. Ja. Scheiße. Da kommen meine jetzt blöderweise rüber und. Nein! Oh Mann! Er hat das Reichweiten-Upgrade auf dem Scheiß-Ober her. Ich hasse ihn. Oh, ich hab ihn aber. Oh. Meine Kriecher haben ihn gebumst. What? Ich hab verloren. Ich hab. Weiß ich noch nicht, was? Was haben die jetzt meine Kriecher hier gemacht? Nein, das sind Faktor, oder? Von oben links? Achso, ne. Scheiße, ey. Ah, jetzt ist meiner kaputt gegangen. Scheiße. Ja, also jetzt kommt eine Menge rüber. Dann habe ich sein Ober hergekriegt. Nice, sein Ober. Mein habe ich. Oh, scheiße, sind das viele kleine Viecher. Naja, der ist irgendwie glaub, mit Rhinos oder so durchgebrochen, die er sich gerade gekauft hat. Scheiße. Das sind viele Sniper, die ich habe, aber viel mehr kleine Kriecher. Mein haben wir jetzt mal die großen hinbekommen und meinen unter Kontrolle bekommen, aber ich habe schon wieder mehr Geld ausgegeben. Das ist trotzdem nicht gut. Alter, wie viel Overshit er hat, ey. Auch irgendwas vorne. Könnte ich mir gut vorne hinstellen. Einen Arclight hier, um die Flanke zu halten. Boah, ist das ätzend alles. Wespen? Er hat kaum Anti-Air auf der linken Seite. Meiner hat gar kein Anti-Air, außer halt seine fetten Dinger. Eieieiei.
kosten die 300. Komm, let's go. Mal diese räudigen Vulken hingesetzt. Huren Nashörner jetzt mit der Selbstmordscheiße. Ja, die Selbstmordscheiße ist richtig ätzend. Boah, ätzt das an. Er hat sich noch mehr Fangs geholt. Ich raste aus. Ah! Fangs sind auch gegen R. Das ist richtig, aber die sind nicht so stark gegen R. Oh, die sind doch sehr stark gegen R. Und okay. Es geht ja nur darum, dass dort ein bisschen was läuft. Scheiße, die Schmelze stirbt trotzdem zu früh. Mann! Ja, wobei. Parasitäre Munition nervt auf jeden Fall hart. Ich fall aber trotzdem auf der rechten Seite. Scheiße, meine rechte Seite ist gefallen. Mann! Ich hab verloren. Das ist zu krass. Ja. Ich glaube, da werde ich auch nicht viel gegen tun können. Er flankiert mich einfach zu gut. Das ist richtig ätzend. Ja, wahrscheinlich. Ja, okay. Aber meint. Also ich muss mich um die scheiß Overlords kümmern und dann flankiert er mich halt auch noch insane gut. Übelst ätzend einfach. Ja, ich finde das immer schwierig, wenn schon direkt der Zuschauer hier dann in den Chat schreibt, boah, cool, dass ich mal gegen euch spielen kann. Und dann flankiert er dich immer perfekt. Ja, das ist dann schon schwierig, das stimmt. Also, ich würde sowas nicht reinschreiben, denn dann blockiere ich dich. Weil da habe ich keinen Bock drauf. Ja, das ist auch absolut richtig, Jay. Und dankeschön! Ich glaube, wir gewinnen das sogar. Capitano! Also, wir gewinnen es tatsächlich. Mega, da fährt der Zug! Dankeschön, Capitano, für 5 verschenkte Subs sind nur noch 35. 36. Lol, die haben die 400 Schaden noch bekommen. Lol. Als ob. Durch die Hacker. Nice. Beste. Oh, Riesenjäger macht auf jeden Fall Sinn. Okay, wie kriege ich das jetzt hin? Womit hat er mich denn jetzt hier rechts durchgekackt? Womit kriege ich ihn denn jetzt hier auf der rechten Seite durch? Brauche ich einfach Mustangs mit krass Reichweite? Mustang mit krass Reichweite. Könnte ein Maker sein. Mit Reichweite und brauchen wir hier noch das Schild. Wir uns einfach nochmal einmal Mustangs weiter hier auf der rechten Seite. Also irgendwas, sind das die komischen Crawler gewesen, die hier rübergekommen sind? Ich werde mal versuchen, deine rechte Flanke auch, deine linke Flanke mit dem, die Kriecher mit anzugreifen. Dann gönne ich mir mal einen Credit. Ich bin Bombardement. Okay, Scheiße, ich hab Feuer. Geachtet. Ich raste aus. Alter, ich könnte kotzen. Oh Mann, ey. Diese scheiß Hurenviecher. Ich hasse sie einfach. Ich bin down. Ja, dann wartet. Ja, ich bin down, beide Cores down. Alter, hat aber auch 5 Oberherr-Bumsis, ey. Autsch. Also ja, GG. Ich finde GG jetzt. Finde ich schwer zu sagen. Das hat immer einen faden Beigeschmack, wenn du möglicherweise gestreamsniped wirst.
Vor allem du wurdest ja komplett von ihm da einmal hops genommen. Das ist ja schon immer sehr seltsam. Ah, wer weiß. Aber hey, immer GG. Ja, also. Aua, ey. Das hat viel getan nachher. Die konnte man nicht slayen. Ja, du bist raus, richtig? Ja, ich werde jetzt Abendessen machen. Wobei, mach eine Runde. Ja, eine Runde, lass mich pinkeln gehen. Hab ihn jetzt blockiert. Münzen! Ja, Wette kommt dann gleich für die nächste und letzte Runde. Mechabellum! Oh, die Polo-Titel-Challenge sieht gut aus. Sie sieht nicht so gut aus, sie ist fast zum Greifen nah, denn Chris haut auch nochmal 10 Subs in die Runde. Vielen, vielen lieben Dank. Und Niki haut auch nochmal 5 Subs drauf. Oh, das sind nur noch 20 Subs. Oh, 120 Subs, Leute. Ach, 120 Subs, es sind nur noch 20 Subs. Alter, ich bin durch. Mega. Der Lukas haut auch nochmal 5 Subs hinterher. Jetzt nimmt der Zug Fahrt auf. Jetzt nimmt der Zug Fahrt auf. Tschut, tschut. Londev haut auch nochmal 5 Subs hinterher. Und Mo gönnt noch weitere 5. Ah. Und It's Me, Julie. Hat sich gedacht, boah, da sind noch 20 offen. Wir machen 25 drauf, das war's. Mega. Geilomatico. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, Lord Saltmon. Auch nochmal. Schon insane. Eieiei, 16.000 Subs haben wir jetzt geknackt. Nina, heute Abend haben wir ein Date, wo wir uns gegenseitig anspucken. Nice. Ist das nicht jeden Abend? Ja, gucken, wie gut wir uns schlagen werden. Daran werdet ihr vielleicht erkennen, ob wir es zum ersten Mal machen oder nicht. Dankeschön, Lukas, auch nochmal für 5 weitere Subs. Und kleine Sneak Peek für euch. Ja, könnt ihr gerne auch klippen. Warum ich vorhin meinte, ich esse Kameleier. Denn es gibt eine super saure Sorte, die Camel Balls heißt. Also ich werde mir unter anderem Camel Balls. Warte mal, der Autofokus der Kamera ist zu krass. Camel Balls, extra sauer. Ich habe mir die sauersten Sachen, die es auf der Welt gibt, bestellt. Alter, das Bild, ey. Ich habe mir noch Warheads besorgt, unter anderem. Und das sauerste, was ich finden konnte laut Internet, ist Toxic Waste. Das soll das sauerste on Planet Earth sein. Dann ich möchte, dass du das aber auch in einen dann isst, ne? Ja, ich muss alles essen. Also die Zunge, mal ein bisschen. Also die Zunge muss am Ende bluten. Also ich denke, sie wird bluten, weil letztes Mal, als ich das so eine Sauer-Challenge hatte, hat sie geblutet. Ich habe noch so ein saures Klo, wo man mit einem Pömpel quasi reingeht und sich dann sauer in den Mund steckt. Ich habe noch... Ich glaube, die sind nicht so ultra sauer, aber die klangen cool. Und auch der sauer... Oh ja, hier, die sind auch krass. Die sind ja, auch... Ja, also die musst du dann auch alle essen, ne? Also Leute... In better taste. Das will man doch sehen, ne? Und Leute, den Brain Blaster auf der Sauerskala von 1 bis 5 ist der auf 5, ja? Super sauer. Die steht, da steht halt immer super, super sauer dran. Das sind halt immer so lächerliche Dinger, aber ich hoffe, dass das richtig fette Dinger sind, weil das sind irgendwie so Ami-Teile, die wahrscheinlich nicht aus den USA, aus den USA kommen und, ja. Ja. Guck mal, die haben nur Stufe 3. Sind in Deutschland. Die sind Stufe 3, die sind easy, die gönnen wir uns vielleicht so zum Einstieg. Hab ich noch nie gesehen, die Teile. Oder Warheads. Warheads sind halt nur dafür da, super sauer zu sein. Also es ist, glaube ich, eine Marke, wo es nur darum geht, dass ihr alles im Mund zusammenzieht. Könnt ihr mal klippen, das wird dich gegönnt beim nächsten Sub-Goal. Die Dean-Sauer-Skala. Ja, wer kennt sie nicht? Guck mal, Jay wollte noch... Ja, würde ich gerne sehen. ...noch ein schnelles Ding machen. Also alles, was jetzt an Subs reinkommt...
Ja, brauchen wir. 950 brauchen wir noch. Und Steph hat nochmal reingesubbt. Vielen lieben Dank. Und hat noch 10 Subs verschenkt. Dankeschön an dich. Und der Lukas hat auch gegönnt. Und Centurius hat auch noch Subs verschenkt. Und Saltman. Alter, ihr seid so wild. Ihr seid so wild. Sauer macht bekannt lustig, ja. Aber irgendwann ist es dann auch nicht mehr lustig. Vielleicht für euch noch. Aber für mich nicht mehr, glaube ich. Riesenspezialist. Wollen wir auch mal so einen Riesenprank machen? Jay. Hi, Pete's Meat. Ich glaube, wir haben hier... Also bitte, Leute, Satoshi, gegen den wir gerade spielen. Es wäre nice, wenn ihr nicht streamsniped. Das wäre awesome von euch. Muss die Szene noch ändern? Hi. Oh mein Gott. Okay. Und also, weg, kleine Aufmerksamkeit, ach, kleine Aufforderung an euch. Bitte nicht streamsnipen, das wäre mega. Okay. Drei Sniper. Unangenehm. Kriege ich denn Mr. Bombastic hier jetzt unter Kontrolle? Ich würde sagen, nur mit einer guten Nuke. Let's go. Er hat noch gar nicht sich bewegt. Level 3 Scharfschützen hat er und Jay, sein Gegner, hat Bewegungsgeschwindigkeit. Jay selber hat 50 Vorräte. Okay. Ja, immer ein bisschen Moneys. The Moneys! Leider stellt ja ganz wild auf. Ja, also er hat auf jeden Fall Bock. Er hat sich auch richtig gegönnt. Mal eben kurz gucken. Ich muss mal eben. Einmal den Systemsound von meinem Handy etwas lauter machen. Meiner gönnt jetzt richtig. Er stellt sich komplett hinten auf. Interesting. Ach, du bist links von mir diesmal. Deiner hat auch einfach ultra viele Fangs und. Okay, also wir brauchen was, um kleine Viecher gut wegzumachen. Okay. Der Sniper könnte vielleicht sogar noch von meiner Rakete getroffen werden. Das wäre mega. Yes! Oh, das ist gut. Das ist richtig gut. Oh, sein Level 3 Sniper tut weh. Der ist nämlich insane gut. Gegen meine Panzer und alles, was er sonst so hat, nicht so. Das könnten wir holen. Hab meinen. Ja. Will noch nicht schreien, aber sieht gut aus. Ach scheiße, jetzt gehen die nach oben. Nein. Och Mann, Leute. Ja, ich krieg meinen aber auch. Ja. Ich glaube, ich krieg deinen. Oder du kriegst meinen, ja. Ach, ja, gut, dann schießt er noch da oben, leveln die da noch. Ja, da oben genau, bei dir. Stimmt, gut. Ja. Nice. Warte mal, was hatte ich? Das ist doof. Das ist jetzt auch für die Festung nicht so ganz so optimal, wobei ja heute Reichweite schon nice ist. Ja, Panzer. Bin zufrieden. Ja, Panzer sind grundsätzlich erstmal gut. Günstigere Panzer. Mehr und günstigere Panzer. Hm. 350. Ich krieg halt einen Mustang. Günstigere Panzer, waren da nicht Steelballs, die billiger sind? Bei mir? Ne, ich habe günstigere Panzer. Ne, du hast ja jetzt selber Upgrade, was du mal kriegst, theoretisch. Und ich habe günstigere Panzer gekriegt. Ja, dann war das, dann habe ich das. Ich habe aber die Steelballs halt nur dann gesehen. Ja. Ich glaube, das ist gut, weil so kann ich mir zwei Panzer gönnen. Klar, sein Sniper ist Pain, aber. Oh, er hat. Was hat er sich geholt? Zerstöre einen bestimmten Squad. Was hat er denn zerstört? Ich glaube, meiner brauchte man ein bisschen. Meiner ist noch. Gediegen. Ja. Der hat seinen Level 3 Sniper zerstört, als ob!
Nee! Oh Gott, er hat sich eine Festung geholt. Ein Oberherr hat er sich gegönnt. Ist das nicht eine Festung? Nee. Nee, Festung war der Flammenwerfer, Entschuldigung. Nee, das ist der Valken. Was ist denn da eine Festung? Festung war der dann. Festung ist das Ding, was die zwei Rohre am Rücken hat. Das ist einfach das Ding, was viel tankt. Alter. Wieso hat er sich denn jetzt das geholt? Finde ich wild. Ja gut, meine drei Scharfschützen müssen das dann regeln. Hoffentlich können meine Panzer wenigstens jetzt mal seinen Rummel hier wegschießen. Das wäre großartig. Und dann können wir hoffentlich mit dem Sniper... Scheiße. Ah, ich werde wahrscheinlich verlieren. Mein Sniper... Schieß doch schneller! Schieß! Yes! Haben wir. Ja, ich werde verlieren, glaube ich. Oh, fuck. Ist nicht schlimm. Kriegen wir hin, Jay. Jetzt schneller! Ja, jetzt geht wieder. Oh, nice, das wird vielleicht? Doch, das wird doch, ja. Haben wir doch. Fangs können doch nix. Bam! Da kann ich die Zeit einfach nie abschätzen. Ist auch schwierig. Mein Gegner spielt auf Fortresses, okay. Fortress Range increased by 20, die HP decreased. Okay. Riesenjäger, weiß ich nicht. Macht das jetzt schon Sinn, wenn der jetzt schon ein fettes Ding hat? Nee, ne? Warum nicht? Wir upgraden erstmal unsere Sniper und gönnen uns danach. Noch mehr Panzer? Panzer sind halt schon gegen Oberherr schon insane gebumst, ne? Ja. Das nervt mich. Ja, verstehe ich. Was könnte ich noch sehen? Also ich habe jetzt eine gute Frontline. Backline brauche ich. Brauche ich Stormcrawler eigentlich nicht. Bauen eigentlich nervige Wuselviecher. Komm, let's go. Nervige Wuselviecher. Er hat sich natürlich noch einen geholt. Ja, jetzt zieh ich deinen rüber. Oh, Jay, den machst du, oder? Ja, weiß ich nicht. Ich krieg jetzt noch mehr auf den Arsch von meinen Mates hier. Ach, scheiße, Alter. Oh, meine Sniper drehen ab. Nein. Geht doch auf den Overhair. Ja, jetzt kommt er zurück. Scheiße. Nein. Dann werde ich nicht gewinnen. Ich werde gebumst. Oh Mann, weil die rechte Flanke so doof gefallen ist. Schieß wenigstens den Overhair. Ja. Schieß den weg. Yes! Okay, vielleicht kriege ich ihn noch. Ah, doch, er hat nur noch zwei. Ja, doch, kriege ich. Ja, aber deiner hat aber ganz schön viel. Ey, ich habe drei Panzer. Oh. Nein. Los nicht, ey. Ich frage mich halt immer, warum die das genau wissen. Was du gerade gemacht hast, oder was? Bin ich immer super spannend. Okay, meiner hat Einheiten rüberbekommen zu dir? Ja. Ach, das sind seine Mustangs, ja geil. Ich wollte auch gerade sagen. Deswegen habe ich auch so auf die Fresse gekriegt. Ja, okay, das kann natürlich auch sein, dass das daran liegt. Ach komm, seine. Panzer, hilf doch mal meinem Sniper, bitte. Ach. Mega, ist der wenigstens tot. Das sind aber echt viele Fangs. Hat er die upgegradet? Nee, ne? Doch, Reichweite sogar, wow. Ja, kann sein. Wow. Thank you.
Okay. Schaut denn das aus, wenn ich mir... Dein Gegner hat Fangs, ne? Wenn ich mir jetzt so ein Oberherr Stufe 2 einfach gönne. Klingt doch viel spaßiger. Wie viel machst du eigentlich weg, du blöder Arkler? Du stirbst halt ultra early, ne? Müssen mehr seine räudigen Viecher wegkriegen. Die nerven halt. Meine linke Flanke ist ja völlig offen. Scheiße, ey. Ach, er hat sich noch ein Oberherr gegönnt. Guter dich, Riesenjäger ab, ey. Scheiße, er hat sich Wasps gegönnt. Okay, das könnte jetzt unangenehm für mich werden. Er hat sich Wespen gegönnt. Jetzt kommen die wieder alle rüber von mir. Ich weine. Warum greift er denn mein Overlord schon an? Ficken! Deine Mutter! Oh, ich gewinn. Lol, ich gewinn hart. Ich nicht. Oder? Vielleicht. Oh, mach ihn kaputt. Mach ihn kaputt. Oh ja, warte mal. Da klopft es. Oh, gegen die Overlords bin ich natürlich nicht schlecht aufgestellt, sag ich mal. Mit dem, was ich hab. Oh, da kam gerade das Abendessen rein. Lecker, lecker, lecker. Vielleicht habe ich ja Glück. Ach, er greift den Sniper an. Ich raste aus. Wie sollen wir jetzt bitte auf deine... Nein, nicht auf die... Ah, vielleicht, ich krieg sein Main-Gebäude dann. Das ist ja genug. Okay, nice. Okay, sehr gut. Gutes Teamplay. Da war ich. Sehr nice. Dankeschön, Luvanius und, Nomes Gifter hat auch zugeschlagen, ja. Vulcan. Also ein Vulcan hinter ihm spawnen wäre auch schon witzig. Komm, let's go. Gönnen wir ihm mal. So, wieso ist er denn jetzt angegriffen worden? Das fand ich jetzt nicht so cool. Von seinem Oberherr. Können wir uns das und ich glaube, wir graden lieber ein bisschen einfach weiter ab, oder? Oh, wir brauchen aber eigentlich noch Mustangs für die Mitte. Dammit, hätte ich fast vergessen. Okay. Overlord-Counter sind unter anderem Phoenix, wenn die noch nicht gelevelt sind, ja. Ja, Phoenix ist halt so eine Sache, die müssen dann halt hinter der Line stehen und gerade passiert das nicht so richtig. Ein kleines Upgrade haben wir hier noch hier auf den Raupen. Oh, er gönnt sich ein Schild auf den Wespen, das ist natürlich toll. Aber viel schlimmer, er hat sich eine Rakete gegönnt. Oh, zwei Fortresses als Gegner. Alter, er hat einfach den Oberherr jetzt mit den blöden... Ach, das ist nervig. Was? Lächerlich. Hat er sich gegönnt? Eine Atombombe? Naja, das, was der Schaden da ankam, halt hart lächerlich gerade. Ach so. War frech. Okay, seine Wespen haben wir auf jeden Fall gut gecountert, das ist gut. Aber er hat halt trotzdem leider zu viel hier an Schmutz noch umfliegen. Ich hab gewonnen. Weil ich gewinne. Das ist gut. Aber diesmal schlechter. Ich verliere. Ich verliere aber hart. Oh mein Gott, wie viele Wespen er spawnt mit dem Oberherr. Okay,
Jay, ich habe ein Problem. Er ballert Oberheer und Wespen. Ja. Okay, muss ich Mustang mit Fliegeabwehr ballern? Anders werde ich ihn nicht. Also das, was du schon hast. Alter, da kommen einfach so viele. Und der hat die Wespen mit dem scheiß Schild-Upgrade, ey. Auch das ist unangenehm. Übelst nervig für die Sniper. Oh, und wie viele Fangs er noch hat, ey. Oh, du machst das richtig gut, Jay. Also viel wie geht, ne? Das hat richtig gut. Ach scheiße, jetzt haben die Fangs. Benno! Was ist denn ein Autobattler? Naja, du platzierst es und das Spiel rechnet dann nach den Fähigkeiten der Einheit die Runde aus. Also ich kann jetzt hier keinen Einfluss nehmen auf was hier passiert so richtig. Oh, Reichweite, mega. Okay, Jay, jetzt gönnen wir uns hier richtig. Wenn ich die scheiß Rakete hier platziere. Welcher ist zuerst gefallen? Rechts oder links bei mir? Dammit, habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Links ist, glaube ich, zuerst gefallen. Hier hat er auch so eine blöde Kackrakete gestartet. Das wird er bestimmt auch wieder tun. Ach, Mann, ey. Hasse mein Leben. Oh, geil. Gnocchis mit Parmesan und Brokkoli und Zwiebeln. Pesto. Mega. Ehre an Nina. Fürs lecker Kochen. Also ich hoffe, ich kann hier ein bisschen was entgegenwirken, aber aua. Autsch, autsch, autsch. Was hat er sich denn noch gegönnt? Reichweite hat er sich gegönnt auf seinem Oberherr, das ist gut. Ah, scheiße, die stehen zu weit vorne. Scheiße, Alter, er hat einfach 6 Oberherr. Scheiß Ficker. Den kriege ich überhaupt nicht unter Kontrolle. Was ist denn das für eine miese Taktik, ey? Kenn ich irgendwo, ja. Echt? Mhm. Ja, kriege ich überhaupt nicht unter Kontrolle. Also, ich sag mal so, die ganzen anderen Ads habe ich schon ganz gut weggekriegt, aber seine Oberherr-Armee. Das ist natürlich doof. Das ist natürlich blöd, nicht? Aber die sind Level 1. Ich könnte mir schon vorstellen, dass du da noch ein bisschen was regelst. Dass das Reichweiten-Upgrade, was schon mal nicht schlecht ist. Und die sind schon vom Level her. Aua, ey. Aber da spawnen auch so viele von den Müllfliegen, ey. Das ist ja insane. Mhm. Ja, ich hab meinen ziemlich hart in der Tasche, aber es wird halt hart, ne? Das war gut. Alter, wie viele Fliegedinger kommen da raus? Da steht 4, nicht 8. Warum kommen da 8 raus? Alter, ey. Ist das bugged? Da kommen 8? Ich glaub, da kamen noch aus dem anderen noch welche raus, der quasi gerade gestorben ist. Lol, wir haben gewonnen. Nice, Jay. Insane. Kann ich ihn noch backstabben mit irgendeinem Schmutz? Daher kriege ich auch. Schild hier vorne vielleicht noch. Dass wir auf der linken Seite durchbrechen.
dann auf der rechten Seite zu bumsen? Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Ah, als ob er sich jetzt einen Vulcan gegönnt hat. Zwei! Ja, und Nebel. Mega. Awesome, Alter. Was ist das denn für eine räudige... Alter, die Oberherr-Dinger, die haben so eine hohe Reichweite. Holy shit. Die haben ja die insane Reichweite. Hab meinen. Ziemlich hart wieder mal. Von deiner Seite kommt irgendwie noch was drüber. Ja, weil du ja auch da deine... Du bist selber schuld, weil du halt den immer flankst. Ah, yo. I see. Also, wegbauen. Oh, sehr gut. Den kriegen wir aber sowas von. Wir haben uns gegenseitig weggemacht. Mega. Das ist so lächerlich, wie viel Schaden die Dinger hauen. Aber kriegen wir. Ach, scheiße. Haben wir dann gewonnen? Nee, doch. Haben gewonnen. Doch, ich hab noch GG. Auch eine Festung. GG. Boah, war das knapp, ey. Das war aber auch AIDS. AJ hat richtig hart gecarried. Muss man mal sagen hier. Ja, die Mustangs, die vier waren sehr hart. Die waren sehr stark. Waren 2 gegen 2 gegen Bonja. Weiß ich nicht. Können nix. Ja. Eieiei. Vielleicht ja später oder morgen. Gab auf jeden Fall nochmal gut Punkte. Aber ich glaube, vorhin haben wir auch gut Punkte verloren, weil die anderen echt stark waren.